Southern Great. Southern Great Wall. Warte mal, Southern Great Wall, da müsste ja hier irgendwo, der, wahrscheinlich ist es hier so. Toll. Weil ich glaube, jetzt hatte ich jetzt hier in der Nähe. Oder das ist einfach der Schlüssel da hinten. Gehen wir da einfach hin. Bettwäsche ist morgen erst dran. Ja, also ich schmeiß die Bettwäsche, die jetzige, die drauf ist, werde ich nicht in die Wäsche schmeißen, weil ich keinen Platz mehr oben habe. Und ich wasche die dann erst nächste Woche, übernächste Woche. Aber ich will eine wärmere Decke jetzt haben, weil mir ist eigentlich nachts immer zu kalt gerade im Bett. Achso, das greift mich wieder an. Hallo! Stretch your wings, Suman. Hatte schon das Gefühl, ich bin vorbeigelaufen. Gestern Nacht mit Manu, Danne und den anderen Straßen von Deutschland so unsicher gemacht. Ach, in ETS oder was? So witzig. Huch. Falsche Taste gedrückt. Hey. Ach da. Ja, sehe ich. ETS 2. Ist aber jetzt auch kein neueres Spiel, oder? Richtig geil, gerade stand in einer Kreuzung mit anderen Spielern. Wir beide mussten abbiegen, hab gesagt, you can die first. Er meinte, no. Oh, thanks, mate. Have a nice raid. Haben uns dann noch gegenseitig angehoben und sind gefahren. Wie witzig. Das ist wirklich witzig. Und ein Schatz. Wahrscheinlich ist dann in der Southern Great Wall einfach noch irgendein anderer kleiner Schatz zu finden, aber dann komme ich das eben fix ein und dann gehen wir zum Aussichtspunkt. Bei der Aussichtspunkt wird eh die ganzen kleinen Schätze noch für mich hier verraten, wo die sind. 2012 rausgekommen. Sache, es ist doch auch schon älter. Aber es ist eigentlich cool, wenn so Spiele sich so lange halten, dass man immer noch so, dass voll viele das so spielen. Huch. Komm mal, Truster. Ava wollte gerade schon wieder mit der Schulter was öffnen. Diesmal die Schatztruhe, was aber nicht so gut gelaufen ist. Wo ist denn mein Pferd jetzt hingelaufen? Plätze? 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 Pferd sagt einfach nein. Kein Bock, lass mich in Ruhe. Online. 28.000 Leute spielen gerade ETS. Stark. Marvel's Avengers, no online. Boah, aber es ist so witzig. Ich fand das so eine witzige Koinzidenz. Wally mit dem Tweet gestern über Marvel's Avengers. Weil ich habe das gestern mal so installiert. Nee, vorgestern hatte ich das installiert gehabt und habe das einfach mal so ein bisschen gespielt, weil ich dachte, komm. Du hast gerade eh nichts so wirklich zu tun, willst eigentlich nur chillen. Levelst du mal die Charaktere. Und dann habe ich irgendwie eine Mission gemacht und eigentlich kriegst du nach jeder Mission irgendwie ein Level up oder so, ne? Und ich war so, wieso kriege ich das? So, hä? Ist das irgendwie verbuggt oder bezieht sich das nur auf bestimmte Quests, dass ich jetzt leveln kann und so? Und dann habe ich das so auf Twitter von dir gelesen und dachte mir so, alles klar, gut. Wir machen es sogar noch schwieriger, die Charaktere zu leveln. Und es ist ja halt nicht mal spannend, die Charaktere zu leveln. Das ist einfach nur Pain. Hallo? Kannst du. Plötzlich ist einfach in eine Richtung geritten, wo ich nicht hin wollte. Und konnte sich nicht steuern. Geil. Jetzt geht's. Und dachte einfach nur so, geil, ey. Ich meine, ich muss immer noch die Wakanda-Mission spielen. Ich spiele auch gerne die Singleplayer-Mission, wo du wirklich so eine Story hinter hast. Die spiele ich auch okay, gerne. Die sind auch fein. So, die erste Mission mit Kamala, wo sie dann eben auf dieser Party war, das war auch das Beste. Ach, dieser Aussichtspunkt ist das. Den haben wir doch beim letzten Mal schon probiert zu machen. Woran bin ich denn gescheitert? Jet, need to get on the other side. Das ist zu doof, weil. Warte mal, kann ich nicht hier einfach auf den Baum klettern?
Achso, nee, der Baum ist ja da drin. Hä? Aber kannst du mal bitte kurz da draufklettern? Okay, nein. Hä? Bitte klettern Sie jetzt. Nee, ich möchte gerne auf den anderen Ast. Auf diesen. Nein, ich wollte nicht runter. Ich habe dir nicht gesagt, du sollst runter, aber schön, dass du dich mit dem anderen aufspießt. Ich habe ein Level abbekommen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es sind halt so viele Ausreden von wegen, dass die Leute von den Leveln, die sie bekommen, überfordert sein sollten. Warum? Also warum sollte ich denn überfordert sein mit einem Level? Verstehe. Also das ist einfach Bullshit. Ach, jetzt darf ich hier drauf. Kann ich die Tür von hier sehen? Nein. Man könnte halt vermuten, dass man hier irgendwie auf den Baum könnte. Das wäre so witzig, wenn ich jetzt hier einfach so hochgeklettert wäre. So, ah ja, ich gehe einfach auf den Baum. Easy. Peasy. Ich erst nur so, huch. Ja, okay. Die Tür ist da. Und da unten ist irgendein Schatz. Und es gibt hier eine Treppe. Warte mal. Es gibt hier eine Treppe, die ich vorher nicht gesehen habe. Das kannst du mir nicht erzählen. Als ob ich das hier nicht gesehen hätte. Als ob ich das vorher nicht gesehen hätte. Willst du mich vereiern? Also wir waren schon mal an dem Aussichtspunkt, das weiß ich auch, aber anscheinend hat mich das noch nie so tangiert, was hier abgegangen ist. Oder wie ich da reinkomme. Wenn Leute mit den Dollarzeichen in den Augen Entscheidungen treffen oder so, ja, es hat wirklich so. Dann ist gestern gut 15 Minuten gefahren, ohne zu merken, dass es im Spiegel aufgehört hat zu regnen und dann hat er die Zeit die Scheiben bestanden gehabt. Oh, naja. Passiert mal, ne? So. Dann war das doch gar nicht so schwer. Ich muss nur noch verstehen, wie ich hier hochkomme. Aber... solange man so Holzsachen hat, kann man ja eh immer klettern. Das ist ganz gut. Und hatten eine Massenkarambolage extra. Also seid ihr, ist jemand extra dem anderen reingefahren oder eher nicht so? Aber back to cooleres. Ja, ETS 2 macht einfach Spaß. Hätte auch nicht selber, ganz besonders mit ein paar Leuten. Ja, es ist richtig cool. Aber es sind ja solche Simulationsspiele meistens mit anderen Leuten immer noch ein bisschen witziger so. So, wir können nochmal zurücklaufen. Wir haben nämlich zwei Sachen. Wobei, okay, das hatte ich schon vorher schon gesehen. Aber ansonsten sind wir hier actually ziemlich fein. Finde ich gut. Da ist nochmal eine Cave. Hier haben wir nochmal ein paar Sachen zu sammeln. Alrighty. Und hier, ich gehe nicht davon aus, dass hier irgendwas Spannendes ist. Es ist halt einfach Map-Begrenzung. Da wird auch nichts mehr sein. Alright, dann gehen wir erstmal nach links. Aber springen wir erstmal sicher runter. Ist das nicht sogar der letzte Aussichtspunkt, den ich in England gemacht habe? Hätte jetzt ein bisschen Achievement erwartet, aber wahrscheinlich gibt es noch irgendein Achievement in, also es gibt wahrscheinlich noch Aussichtspunkte in Norwegen. Und deswegen ist es momentan noch so. Das könnte eine römische Maske sein oder nochmal ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Token.
Danne. Ich habe bei dem Crash von hinten nur zwei Trucks flippen sehen. Do a barrel roll. What the heck? Warst du vorne, Wolli? Wir waren drei Trucks nebeneinander. Auf einmal sind die beiden rechts vor mir gecrashed. Ich bin über die Leitplanke geflogen und einer lag auf der Seite und der dritte Unschuldige ist abgehauen. Oh! Geil! Sehr schön. Ist das unter uns? Okay, warte mal. Was? Nee. Warum sind hier Katzen? Oder... Ruhe. So, dich loote ich. Du wirst wahrscheinlich nichts Giftiges haben. Wo ist denn die andere jetzt? Da. Ah! Ich hab die verpasst. Ich mag diese Viecher nicht. Die sind so schnell. War das jetzt schon alles? War das der Trick? Ja, war's. Oh mein Gott. Muss ich ihn, als ob ich den Typen jetzt zur Seite schleppe, um das wegzuschießen. Ich glaube nicht! Good. Land breeze. So. Plätze war auch nicht zu sehr stark. Katze. Katze. Hallo Koki, was geht? Schön, dass du da bist. Ich habe gestern das erste Mal eine Mautstation angefahren. Und dann haben wir mit 80 im Tempomat einen Vollstopp gemacht, als ich gegen die Schranke bin. Hallo. Stört euch bitte nicht an mich. Danke. Ich muss hier nur einmal kurz in das Zelt rein. Okay, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung gerade, wo der Schatz ist. Aber ist okay. Ich schau mal ganz kurz auf meine Karte. Haltet eure Waffen noch mal ganz kurz bei euch. Vielen Dank. Ja. Ach, guck mal, wo müssen sie da schieben? Das war's schon. Tschüss. War nett bei euch. War wirklich sehr, sehr nett. Sehr nett bei euch. Ja. Wirklich, absolut. Segen. Boah, das ist das letzte Gebiet in England, was wir noch durchforsten müssen. Und dann haben wir noch so Kleinigkeiten. Ah. Müssen wir erstmal rausfinden, wo wir angeln müssen, damit ich den ganzen Fisch noch habe. Und die Steinrätsel. Ich habe so Angst vor die. Wir haben zwei Steinrätsel noch offen, die ich noch machen muss. Steinstapeln. Ich habe so Schiss davor. In Tetris 99 gibt es ein Monster Hunter Rise Theme zum Freischalten. Oh no, das Spiel bringt mein Herz zum Pumpen. Inwiefern? Monster Hunter Rise oder Tetris gerade? Dann ist gestern die ganze Zeit hinter seinem Mod gefahren, dessen Motor immer wieder ausgegangen ist. Die fahren mit 80 über die Autobahn und plötzlich bleibt der Mod stehen, weil der Motor ausging und man hört im Voice nur Tobi! Ja, mir geht's gut, viel Scheiße von früher kommt's hoch, aber oh ja, was? Ah. Aui. Schlangen! Ja, bei mir ist alles gut soweit. Ich hab heute einen richtig erfolgreichen Tag. Morgen gibt's Sushi, dass ich nicht bezahlen muss. Aber wir haben nichts, worüber ich mich beschweren könnte. Sollte, wollte, müsste. Pedda. Tetris. Geil. Geil, Wolli. Ach, als ob ich in der Range von den Schlangen bin. Als ob. Da sind so viele Schlangen. Warum sind da so viele Schlangen? Sushi ist geil, lass die schmecken. Dankeschön. Ich hätte vielleicht auch gestern schon Sushi, aber verrat das niemandem. Kennst du Tetris 99? Ist Tetris 99 nicht das, wo du mit ganz vielen Tetris spielen kannst und auch entweder gegen oder miteinander? Ja. Aber das ist auch browserbasiert, oder? Imagine, wenn Browser so leistungsfähig ist, dass er Tetris spielen kann. Nicht, dass Tetris jetzt ein krasses Spiel ist, so Switch. Ach, Switch? Boah, nee, sagt mir gar nichts. Jetzt macht das aber alles auch viel mehr Sinn für mich. Wolli, wirst du dir eigentlich Monster Hunter Rise noch für einen PC dann auch holen, wenn das raus ist, oder bleibst du auf der Switch? Und wir reiten weiter.
Ich finde es gerade ein bisschen ätzend, dass ich jetzt in diverse Festungen rein muss. Aber vielleicht sollten wir mal gucken, wo der letzte Order-Mensch ist, weil der ist irgendwo in diesem Gebiet, beziehungsweise wo ich den nächsten Clou finden könnte. The Festival. Henchfarm. Henchfarm. Aber wir haben noch einen Aussichtspunkt auch einzunehmen. Geil. Wo ist denn die Henchfarm? Ist das hier unten irgendwo? Waren wir da schon? Da ist die Henchfarm. Nee, da waren wir noch nicht. Okay. Dann ist das irgendwo hier nämlich. Aber das ist gut zu wissen einfach. Dann haben wir immer den nächsten Clou. Wir, haben noch, wir wissen noch nicht, wo unser Ziel ist, aber wir haben immer einen Clou. Man spielt halt direkt gegen 99 Leute, das bringt das Blutwandlung. Okay, das ist witzig, ehrlich gesagt. Ich gucke mir mit der Demo den Port an und wenn er passt, dann ja, habe ich ja drauf gewartet. Hast du links noch gar. Also hast du deine Switch-Version nicht mehr weitergespielt? Oder. Weil ich habe dich jetzt auch schon länger nicht mehr spielen sehen dessen. Dessen nicht mehr spielen. Aui! Na, das ist jetzt natürlich schade so, dass da so ein Ding vor ist. Ich kann eine Kiste hier drin kaputt schießen. Herzlichen Glückwunsch. Und da ist eine Tür zu. Hm. Aber wir können die Tür ja natürlich einfach bei die Wand zum Glück fehlt. Aua. Hoffe ja, dass mit dem PC nicht mehr Leute zur Verfügung sind. Ja, okay, das ist natürlich schwierig mit Switch-Leuten. Also nicht, dass es schwierig. Ich glaube, es gibt einfach nicht so. Zumindest hier würde ich jetzt denken, dass die meisten Monster Hunter World oder Monster Hunter Spieler eben PC-Spieler sind. So, jetzt habe ich es. Um überhaupt Monster Hunter zu spielen, weil ja, ich spiele es auch allein, aber Multiplayer ist halt besser. Multiplayer alles besser. Vieles besser. Manches besser. Oh, das ist ein Mensch. Direkt vor mir. Aui. Da ist noch ein Mensch. Der hat ganz, ganz cool. Der hat ganz schön schnell. Aua. Ist hier irgendwo ein Schlüssel in der Nähe? Oder glaubt ihr, ich kann da einfach kurz rein, den klauen, den Schatz und gehen? Da rein. Ach, ich habe eine falsche Taste gedrückt. Nee. Ich finde das gut, dass diese Armbrust so verzweifelt versucht, mich abzuschießen, aber naja. Hä? Das ist voll der Debater. Also klar, kann ich halt hier hochklettern. Ja, es ist einfach nur simples Hochklettern. Oh, und dann ist da nochmal eine Tür. Hi, was geht? Was ist du die Waffe denn jetzt hier? Halt auf, die Hämmer zu nehmen. Das ist ganz schön oft rein. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Hört doch mal auf, die langen Waffen zu nehmen. Was ist denn mit euch? So, hier hast du eine lange Waffe im Kopf. Okay. Bring uns auf nach Frankreich. Gönn dir. Warte mal. Dann müssen wir doch von hier irgendwie. Nee. Ich dachte kurz, vielleicht so bietet der Raum irgendeine Möglichkeit, dass ich die Tür aufschießen könnte. Aber anscheinend nicht. Hm.
die eigentlich auch nicht. Oh, warte, ich habe ein Fenster gesehen. Ich lebe noch mit einer Tür. So. Ruhe. Die war fast oben, dann klettert die runter. Warte mal, das ist kein Fenster, wo ich durchschießen könnte, ne? Nee. Bring uns was mit, ja. Viel Spaß in Frankreich. Oh, jetzt hat der eine Hammerwaffe und jetzt gehe ich mit dem hier in den Raum rein. Eieiei. Ich habe nur ein paar und sie sind schon im Endgame bisher noch keine Multiplayer-Runden zusammenbekommen. Seven hat das ja auch nie angefangen zu spielen. Oh. Sad. Also irgendwann muss doch die Festung mal leer sein. Was ist hier noch so geil ist? Gibt es hier irgendwie was, was mir vom Vorteil sein könnte? Nee. Warte mal, geh ich nochmal hier hin. Wahrscheinlich aber erstmal unsichtbar für alle Leute, weil alle zu dumm sind. Warum kann ich hier rein? Was bringt mir das? Bringt mir das was? Es bringt. Es. Bin ich dumm, ey. Oh mein Gott, Jungs. Eigentlich nur die Armbrust kaputt machen. Aber guck mal, in dem Dach, auf der Seite von dem Dach kann ich einfach hochklettern. Nee, kann ich nicht. Ah, okay. Aber es ist halt so halbwegs offen. Muss jetzt mal gucken, dass ich nicht zu schnell abgeschossen werde. So. Frag mich nicht, warum sie komplett noch so einen Hänger gemacht hat. Und nochmal hier rein. Zum dritten Mal. Momentan ist Multiplayer eh schwierig, finde ich, weil super viele im New World Fieber und so. Dieser Gott Pew Pew. Ja, ach. Alles gut. Ich habe ja noch ein paar Rationen. Ich habe ja noch ein paar Rationen. Jetzt ist hier noch ein kleiner Schatz, den ich eben abgreifen muss. Und dann sind wir auch durch. Tschüss, Jungs. Ist das in dem Haus? Ja. Ich war vor allen Dingen, man müsste eigentlich meinen, dass ich mittlerweile verstanden habe, wie ich in was reinkomme. So, immer wieder, weil du hast ja immer wieder nur die gleichen Häuser etc. Aber ich glaube nicht, dass ich das rankomme. So caught up here, so take out all your clothes. Hör auf zu brennen. Danke. Er hat aufgehört zu brennen. Aua! Oh mein Gott! Warte mal. War das gerade Friendly Fire? Nein! The other side must be barred. Darauf wäre ich nicht gekommen. Vor allem, ich sag gerade noch zu Peter, ich habe ja noch Rationen. Jetzt habe ich eine Ration. Das ist also, jetzt wird tragisch. Kritisch. Nicht tragisch, kritisch. Nein, wirklich. Okay, warte mal. Oh, da bin ich aber voll reingelaufen in dem Fall, oder? Aber so richtig. Da oben kann ich nicht reinschießen. Ich will doch nur diesen kleinen Schatz, Jungs. Mimi und so hatten ja auch ETS gespielt, aber nun ist Nunebird the best friend für alle. Wir spielen halt auch echt viele. Ich weiß nicht, ich habe mir das so ein bisschen bei Pix angeguckt, weil mich ja auch ein paar Leute gefragt haben, ob ich das spielen möchte oder nicht. Und ich bin ganz... Ich... Ich bin ganz ehrlich, ich habe A nicht die Zeit, ein Multiplayer-Spiel zu spielen. Und... Also...
dieser ganze Stress mit diesem, dass die Welt halt von den verschiedenen Fraktionen, wenn ich das richtig verstanden habe, eingenommen werden kann und man eigentlich voll aufgeschmissen ist, wenn man keine Gilde hat und so. Und wir wissen alle, ey, sobald du in der Gilde und so bist, wird es einfach anstrengend, das Spiel für dich. Aber wir können da aber rein. Nice. Ne, können wir nicht. Sah einfach frei aus. Ich bin verwirrt. Mano. Er hatte irgendwie gehofft, dass den Wagen zu zerstören irgendwas bringt. Oder ist hier irgendwo ein Brunnen in der Nähe? Oder ist irgendwie... Vielleicht lädt man auch ganz kurz ein Horn, um auch noch die letzten Leute der Festung auf uns aufmerksam zu machen, auszusehen. New World hat bei mir starkes Suchtpotenzial. Das verstehe ich auch. Aber deswegen, also... ich finde schon, du musst halt wirklich viel, 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 viel Zeit investieren in New World, um irgendwie... dem Content gerecht zu werden und was du halt bei New World, was New World an Erwartungen für dich als Spieler auch stellt eben. Zumindest kriege ich den Eindruck dessen. Und ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre mir einfach zu anstrengend aktuell. Ich habe es ja auch gespielt. Es sind natürlich die süchtig machenden Gameplay-Elemente, die bis ins letzte Detail darauf abgestimmt wurden. Es hat auch Spaß gemacht, aber ich will halt auch nicht alleine spielen. Aber alle Leute sind überall verteilt und so weiter. Wo soll ich denn? Ja, das denke ich mir auch. Vor allen Dingen mit denen, die Server sind ja auch irgendwie zuvor. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie da verbessert haben. Sie haben ja, glaube ich, jetzt neue Server gebracht und so. Das heißt, jetzt fangen Spieler auch einfach auf neuen Servern an. Und das ist halt schwierig. Zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, ich hätte nämlich jetzt zum Beispiel gedacht, dass eigentlich Pix und Salmon zusammen auf einem Server spielen irgendwie, weil die ja auch so befreundet und so sind, I guess, aber waren die halt auch nicht. Es ist ja wirklich jeder überall und keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wie ich hier reinkomme. Sonnen. Was ist dieses Haus? Es ist einfach uneinnehmbar. Da ist ein toter Mensch. Das haben die aber rausgepatcht, diesen Fehler, ne? Dass das die ganze Zeit angezeigt wird, egal bei was ich mache. Ich hätte jetzt einfach gehofft, dass vielleicht so ein Brunnen in der Nähe ist oder so. Irgendwas, wo ich unter das Haus komme. Vielleicht stelle ich mich auch gerade einfach nur dumm an. Was nicht abwegig ist. Hatte mir bei den meisten den Start antun müssen, habe mit den Problemen gerechnet, wurde aber noch schlimmer zum Start. Jetzt sind die Server von denen halt voll. Ja. 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 Ist das eigentlich, wenn der Server wirklich die Kapazität erreicht hat von Charakteren, kann man dann als Spieler einfach keinen neuen Charakter auf dem Server erstellen? Oder also von wegen, hier sind so und so viele Leute auf dem Server registriert und jetzt akzeptieren wir keine neuen Spieler auf dem Server? Warum geht das nicht kaputt? Jetzt muss ich... Achso, weil... Okay, verstehe. Okay, never mind, der Fehler ist immer noch da. Ich habe nur nichts gemacht. Oh, ein Thron. Nee, ich bin auch ganz ehrlich, bevor ich New World spiele und ich gar nicht Zeit dafür habe und wirklich dem Ganzen nicht gerecht werden kann, spiele ich lieber Sea of Thieves, weil da setze ich mich einmal in eine Sitzung rein, habe auch ein Multiplayer-Spiel, was ich mit Freunden spielen kann. Ich setze mich in eine Sitzung rein und wenn die Sitzung gut läuft, läuft sie gut und wenn nicht, dann läuft sie nicht gut und dann kann ich aber wieder ausmachen und bla. Ich hab einfach keine Zeit mehr für Multiplayer-Spiele und auch einfach keinen Nerv dafür. Hat jemand eine Idee, wie ich hier reinkomme? Es gibt Limits, die sie eingefügt hatten, weiß nicht, wo die sind und inwieweit noch aktiv. Okay. Okay. Okidoki. Nein, sag mir nicht. Oh mein Gott. Ich bin... Oh mein Gott. Warte mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Hast du schon mal versucht anzuklopfen oder zu klingeln? Nein. Ich kletter einfach so rein. Kein Problem.
Wieso bin ich da nicht eher drauf gekommen? Ding Dong! Frau Ava hier, ich möchte Ihren Loot klauen. Geben Sie mir nur eine Sekunde, dauert nicht lange. Ich bin auch ganz schnell, ich bin ganz groß da drin, einfach rein, raus, tschüss. Eventuell fackel ich noch ihr Haus an. Aber auch nur, weil ich frustriert bin und einfach wieder feststellen musste, dass ich zu dumm war, um einfach sofort den Weg in ihr Haus zu finden. Aber auch nur deswegen fackel ich das ab. Wie nichts sonst. Ist bei mir mit FF14 auch, aber auch so. Ich bin auf einem alten Server, der inzwischen drin immer wieder limitiert ist für neue Charaktere. Also können Leute nichts unbedingt zu mir. Und ich will auch nicht weg. Ja, verstehe ich. Das verstehe ich. Dann wäre es ja eigentlich cool, wenn du einfach so, ich sag mal, jetzt vielleicht nicht offene Weltquests machen, aber so Instanzen halt zusammenspielen kannst. Das kann WoW ja zum Beispiel auch, dass du mit anderen Leuten von anderen Servern zusammenspielst einfach. Aber ja. Ich bin ganz groß darin. Rein, raus, ciao. Ja. Genau so. Manchmal denke ich, das sind Schlangen. Um dann festzustellen, dass das keine Schlangen sind. Manu. Hier ist noch eine Blockade. Meine Fresse, wie viele Blockaden bauen die denn? Warte mal. Hä? Okay, der ist noch unter mir. Noch eine Etage. Noch hat mich keiner bemerkt. Faszinierend. Im Rein raus bin ich auch ganz groß. Innerhalb eines Servers-Clusters kann man auch zusammen Sachen machen, aber keine Gilden. Ja, okay, Gilden sind natürlich immer wirklich servergebunden. Und das ist doch einfach schon scheiße eigentlich, Wally. Das ist halt das ganze Konzept von Servern, finde ich, macht das schon wieder lästig. Habe ich eigentlich irgendwann mal Auto-Looten geskillt oder warum loote ich immer alles sofort? Kann ich einmal kurz an dir vorbeigehen? Dankeschön. Muss hier rein. Tschüss. Oh, guck mal, hier ist eine Blockade auf. Ach, ich war ja eh so gut wie nicht Schiffchen. So. Fertig. Haben wir den nächsten kleinen Schatz? Haben wir dann hier. Dann haben wir den nächsten Aussicht. Ach so, das war ja gar nicht der letzte Aussichtspunkt. Dann ist das ja der letzte Aussichtspunkt in England. England! Hopp! Da fällt mir das mit New World entsprechend ebenfalls nicht, dass es so stark begrenzt ist. Ja, ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Und ich weiß halt auch nicht, ob das irgendwie... Ich weiß nicht, natürlich, ja. Ich bin gerade so in meinem Kopf, bin ich so, ich hätte, glaube ich, lieber ein System mittlerweile, wo du sagst, ja, okay. Keine Ahnung, ihr habt halt hier Charaktere und ihr könnt euch einfach zu einer Guild zusammenschließen, egal auf welchem Server der Charakter. Also quasi, basically, so wie Sea of Thieves das einfach hat, dass du einfach Session öffnest mit deinen Freunden in dann der einen bestimmten Welt. Was bei New World natürlich nicht funktioniert, weil die Welten von New World ja auch servergebunden sind mit eben, mit eben diesem Einflussgedöns und alles, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich bin ganz beschissen geritten. Ganz beschissen. Ich hätte hier irgendwo hoch müssen. Nee, noch ein Stück. Hier. So. Da, wo der Elch halt herreitet. Reiten Elche? Warte mal. Reiten Pferde? Pferde reiten doch auch nicht. Menschen reiten doch nur, oder? Auf Tieren. Immer als Menschen. Je nachdem, was man eben macht gerade, aber. Wie verwirrt bin ich gerade? Es ist merkbar, dass sie es damals als PvP-MMO aufgebaut haben und dann erst gewechselt sind. Oh, echt? Wait. Charaktere sind nicht an Server gebunden und dann eben für die Session auf einem Server zusammen joinen, gehen, übergreifen, boom, dann. Natürlich ganz simpel runter. Ja, natürlich. Nur halt das mit diesen Fraktionskriegen wäre dann halt schwierig. Das ist halt das, was ich gerade meinte. Dass du halt... Kannst du bitte diesen verkackten Auto... Danke.
hasse diesen Lock. Entschuldigung. Hier, ich packe ein bisschen Ast davor. Dann sieht bestimmt auch niemand, dass ich da, dass da Loot versteckt ist. Warte mal, ist euer Dorf nicht so ein Bum-Bum-Dorf? Wenn ich brenne und mich auf Plötze sitze, fängt dann Plötze auch an zu brennen. Pferd, kannst du bitte mal kommen? Frag für einen Freund. New World ist als PvP online gestartet. Only, not online. Only gestartet. Aber dass du einen Gear verliest, wenn du getötet wirst und weiteres. Nee. Aber dann ist ja das Grundelement auch immer noch das PvP, ne? Nee. Dann ist das umso weniger was für mich, weil ich eigentlich in MMOs meistens meine Ruhe haben möchte vor Spielern, weil ich eh noch die Fresse kriege. Weil ich gerade einen Auftrag verfüge in ETS von Lyon nach Mannheim. Ja, gönn dir. Ist das viel? Manchmal wünsche ich, Ava würde einfach automatisch ihre Waffe wegpacken. Für meinen Stand ja. Okay. Nein! Wir sind so an so zwei Dingern schon vorbeigeritten. Komm, wir sammeln die eben ein. Wenn wir die schon manuell aufdecken, dann können wir die auch eben einsammeln. Und dann muss ich, muss eh um den Berg reiten, aber ich habe, also ich könnte natürlich den Berg hochklettern, wenn ich wollte. So, damit belasse ich diesen Satz. Ich möchte nicht den Berg hochklettern. Ach warte, ist das eine Höhle? Oh. Okay, nein, nein, wir klettern erstmal den Berg hoch. Ich will das aufgedeckt haben, damit ich weiß, wo ich hin muss. Die sind nur 452 Kilometer. Ja, dann. Warte mal, ich glaube, ich muss hier rum. So, kannst du jetzt mal... Dieser brennende Pfeil, den ich dabei habe, der macht mich einfach nervös. Deswegen wollte ich den einfach jetzt beiseite packen. So, wir packen mal eben kurz hier den... Wir gehen kurz auf den Weg. Und so, wenn ich das richtig gesehen habe, kannst du nämlich mit dem Weg hinten an dem... hier auf dem Berg hochlaufen. Und das ist dann ein bisschen einfacher, als wenn wir einfach hochklettern würden. Aber landschaftlich langweilig. If they see me, this will get messy. Schipperham. Kipperham. Kipperham. Im Grunde ja, es hätte einen schönen Gegenpool zu anderen MMOs gegeben, in dem Risiko, in dem das Risiko eben groß ist und man zusammenarbeiten muss. Ja, das stimmt. Das stimmt, Wolli. Es hätte wahrscheinlich auch recht. Also noch mehr Leute dann wahrscheinlich auch interessiert, die eben mehr PvP-orientierte Spiele spielen, grundsätzlich so. Von der Landschaft her fahre ich immer noch am liebsten durch die Niederlande. Warum durch die Niederlande? So, wir sind momentan auf dem Berg, deswegen würde ich sagen, wir gehen zurück nach Shepham. Shepham, Shepham, Pem, Pem. Wir haben voll wenig Missionen bis dato gemacht, so, ne? Also hier in Hanningen, Tillidum, wie auch immer der Ort heißt. Wie auch immer der Ort heißt. Also generell das Gebiet. Oh,
hallo? Oh, die Tür geht sogar auf. Das überrascht mich jetzt sehr. Warte, kannst du mir doch nicht sagen, dass ich hier einfach hochklettern darf? Ohne Probleme. Krass. Hä? Also ja, ich weiß, ich muss hier hoch, aber hä? Ich wünschte mir, manchmal würde Ava einfach direkt in diese Balken laufen. Also man versucht das schon so anzusteuern gegen die Balken. Und dann klappt das aber trotzdem nicht. Oh. Which madness is this? Holly, hopp! Hä? So, warum auch immer die Frau da rein will, bitteschön. Jetzt rennt die natürlich weg, weil ich ja geschossen habe. Immer noch lustig. Ich finde es immer noch lustig. Es gab einen YouTube-Kanal von einem Krankenwagenfahrer aus Holland und es war super cool, das anzugucken. Ich war noch nie da, aber ich kenne mich durch die ganzen Fahrten von dem voll aus. Das ist wirklich witzig, Bolli. Das ist in der Tat richtig witzig. Warte mal, wie komme ich hierher? Und rüber und... Hast du nicht gesehen? So. Hopp. So, das ist dann auch, glaube ich, das Letzte, was wir einsammeln mussten. An Wealth. Leute, wir haben das Letzte an Wealth in England eingesammelt. Ich erwarte die ganze Zeit, irgendwelche Achievements zu bekommen. Ich bin wirklich momentan so erwartungsfroh, von wegen so, ich möchte bitte dafür ein Achievement. Wo sind meine Achievements? Aber kommt halt nichts. Wir gehen mal den Schlüssel holen, weil wer weiß, wofür wir den Schlüssel brauchen. Wie weit ist denn der Schlüssel weg? On site here. Hä? Warum soll ich da rein? Da ist nichts. Ich werde den Schlüssel für irgendwas brauchen. Ach, dann geh den Schlüssel einsammeln. Bringt ja auch nichts, Finn. Kann der mal stehen? Hier nicht auch einen Schlüssel? Hä? Was ist das denn für eine Chest gewesen? Die wurde mir gar nicht angezeigt. Unverschämt. Ich bin jetzt nur dahin gegangen wegen dem Schlüssel. Nur um dann festzustellen, dass ich den Schlüssel gar nicht für die Area, wo ich gerade bin, brauche. Seht ihr, das meine ich. Aber hey, immerhin sind wir jetzt auch in Gefechtsstationen, so, ne? Hallo. Au. Habe ich gerade mit Kot beworfen oder was war das? Eins. Easy. Gibt der einfach nur mit Stein? Okay. Wenigstens ignoriere ich die Waffen einfach die ganze Zeit. Das ist schon sehr nett von mir, oder? Ich finde das schon sehr nett. Weil sein Arbeitgeber es aufgrund von Privacy gefordert hat, musste er aber alle Videos runternehmen. Hat zwar geblurrt, aber was für
war für den nicht genug nach Jahren. Dann kann er halt sogar immer noch 144.000 Abos ohne was passiert. Oh, das ist actually sad. Das ist wirklich schade eigentlich. Du tust ja niemandem damit weh. Aber naja. So, dann sind wir hier soweit fertig. Kleine Schatz, der auf uns wartet. Und dann haben wir noch alle möglichen Nebenmissionen. Geil. Ich bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen hier. Ohne Witz. Es wäre insane, wenn wir wirklich eigentlich so das Ende von der Main Story hätten. Aber ich glaube da nicht dran. Auch wenn Eke meinte, wahrscheinlich brauchst du keine 10 Stunden. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen gestallt mit Videos gucken und so zwischenzeitlich. Aber ich will da auch mehr, also was ich ganz, ganz hart versuche, ist mir halt auch den Druck rauszunehmen. Weil ich eben selber weiß, dass ich manchmal super genervt bin von meinem Pace in dem Spiel. Und genau das, aua, das, genau das möchte ich halt irgendwie unterbinden, dass ich irgendwie, dass mir der Spaß dran verloren geht, weil ich mich viel zu sehr pressure, das Spiel wirklich aktiv durchzuspielen. So. Wir haben noch den einen Schatz. Der ist halt der ätzendste Schatz, ein bisschen. Weil da gar keine Missionen stattfinden, so. Overall. Dann haben wir natürlich hier oben. Boah. Ja, keine Ahnung. Wir gehen erstmal an der Küste weiter, I guess. Also am River. An der Küste. Nennt man das Küste, wenn das nur ein Fluss ist? Nee, oder? Wie nennt man das denn dann? Ich lese die ganze Zeit 144 Hertz, ne? Aber einfach, weil das so ein Automatismus ist, Wally. Anstatt von 144 K einfach nur Herzen. So, hä? Was so hin kann. Zip, zip. Prost! Da war eine fliegende Laterne einfach. Ufer. Stimmt, es ist ein Ufer. Danke. Ike, was würde ich nur ohne deine Weisheiten tun? Warte mal, haben wir alle Artefakte? Und mir fehlt auch noch eins. Was ist denn das jetzt? Hier oben wird bestimmt nichts sein. Nein! Ich hab das übersehen! Nein! That's a pain. That's a pain. Schön. Was hab ich denn gerade? Ich wollte eigentlich. Da lag eine Waffe. Okay, cool. Haben wir geworfen. Pferd. Komm her. Geh doch nicht immer weg, wenn ich auf dich aufsteigen möchte. 7 Stunden noch, Isa! Schaffe ich das Spiel da zu Ende? Ich weiß es nicht. Wenn sie noch 7 Stunden macht, dann ja. Also heute noch wäre. Theoretisch bin ich seit 4 Stunden live. Und habe wahrscheinlich eigentlich nur 2 Stunden Assassin's Creed gespielt. Wenn nichts, it's over, but no pressure. Okay, Benny. Danke. Danke, dass du nochmal sagst, explizit sagst, no pressure. Fühl ich mich gar nicht unter Druck gesetzt. Here in the Chu Valley, old kings of Wiki still dance with the stones of the Nephilim. I have taught them of the power that sings here. How dare you tamper with these sacred threads, a voice scolded me. You must leave me, he said.
divorced from the Illuminate. His voice waxes and wanes, but a soft song still finds me in my penance. I bend a knee and leave a grain of sand for the old winds. Jetzt läuft das Video nicht mehr bis in den Kanaltunnel. Oh nein. Imagine Isa geht auf, wenn Bäre. Ich würde weinend einschlafen. Oh no. No. Fein. Dann halt nicht, Bäre. Oh geil, du hast hier so Mattflecken. Das ist schon mal ein guter Hinweis darauf, wo du ungefähr stehen könntest. Solltest. Checken mal die Mattflecken auf dieser Seite aus. Ach, da hinten ist auch noch weiter. Ach du Scheiße. Warte mal. Das hat doch bestimmt einer. Puff. Nee, das sieht irgendwie nicht sehr vielversprechend aus. Wobei, da ist schon ein fast fertiges Symbol. Hm. Aber sie muss theoretisch auf dem Boden bleiben, weil sie meditiert ja. Und das kann sie nicht auf dem Rock machen. Sein ist es halt ein größerer Fels. Also mal angenommen, das wäre jetzt hier so drauf oder so. Das würde natürlich theoretisch wieder gehen. Was ist mit den großen Felsen? Hm. Warte mal, wenn ich hier auf diesen Mattfleck hier gehe... Passt das nicht. Fuck. Ist die Perspektive zu undeutlich. Was mit dem Mattfleck? Ich suche gar nicht, das ist total witzig, ich suche eigentlich gar nicht nach dem richtigen, also ich suche selber aktiv gerade gar nicht nach dem richtigen Bild, sondern ich warte einfach nur, dass der Controller das schon für mich richten wird, so ein bisschen. Vielleicht sind es auch doch nicht die Mattschaufeln. Vielleicht sollten wir uns da gar nicht so verstärkt drauf konzentrieren. War das schon recht? Recht! Ähnlich ist. Aber ähnlich reicht uns nicht. Wir müssen genau. Hm. Die werden auch nicht einfacher, diese Rätsel, so, ne? Hold my horses, es gibt doch bestimmt einen Krankenwagen-Simulator, natürlich. Es gibt auch noch einen Feuersimulator, also so ein. Nicht einen Feuersimulator in dem Sinne, das wäre auch witzig. Es gibt einen Feuersimulator, da kannst du Feuer machen. Boy, boy. Es gibt so einen Feuerwehrsimulator auch. Boah, ich bin so unentschlossen, was es sein könnte. Was ist denn, wenn ich hier hingehe? Ich habe nicht mal ansatzweise eine Ahnung, mit welchen Sachen ich das formen sollte. So, und mein Guess wäre vielleicht... Nee. Wobei das halt auch schon ziemlich fertig ist, das Ding. Aber nee, da fehlt definitiv unten dann was. Also dürfte ich nicht auf den Highground gehen. Was ist denn damit, wenn wir auf einen anderen Stein gehen? Wobei der Stein hier, wo ich gerade draufstehen würde, der wird doch perfekt da eigentlich reinpassen, so. Ich stehe halt nur zu nah an diesem Stein. Oder? War ich nicht hier gerade schon auf dem Stein und hab mir das angucken, war so, nee, das kann nicht sein. Fuck. Oder gibt's irgendeine Perspektive? Vor allem, weil... Brandschiffssimulator bei Isa. Mit. Nee, ich will den fahren wie in ETS. Und bisher sind die alle ohne drin zu sitzen und zu fahren, wenn ich das richtig sehe. Marktlücke! Ja, aber dann kannst du wahrscheinlich dir doch auch eine Mod oder so für ETS holen. Wo du anstelle einen LKW hast, irgendwie einen Krankenwagen, oder?
würde ich jetzt denken. Das ist auch noch alles in der Range, ne? Ich würde irgendwie denken, dass es da hinten das ist. But I'm not too sure. Das wäre eigentlich nur hier drum. Das geht halt nicht. Okay, wir verwerfen das. Es ist nicht das. Was ist damit, wenn wir von oben gucken würden? Angenommen, like, diese große Säule. Ah, ja! Ja, 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 ja! Okay, anscheinend kann sie doch auf solchen Sachen. Nee, sie meditiert ja auch gar nicht. Doch, sie meditiert. Ach so, sie geht dann einfach in die Hocke. Cheater. Cheetah, Aver. Nein, wir haben es gerade bekommen. Smart. Ach, und dann sind die Symbole da unten. Okay, das sieht cool aus, actually. Das ist wirklich cool. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich, ziemlich cool, Leute. Ziemlich cool. Ich würde mal ganz kurz auf Toilette gehen. Hallo, da bin ich wieder. Ach, so. Es gibt ein richtiges Training von Faram. Wo kann ich den kaufen? Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Version, wo du nicht drankommst. So. Ja, okay. Das, was es gibt, sieht nicht gut aus, leider. Hm. Werde ich zu einem richtigen Allmann-Spiel? Ich jetzt nur noch Simulator. Als du das so erzählt hast, wie begeistert du bist, dachte ich so, ist das jetzt, ist das dieses Alter, wo man anfängt, nur noch Simulatoren zu spielen? Dies und weiteres sehen Sie in der nächsten Folge von Dragon Ball. Großartig, Bolli. Gelee-Bananen, Erfrischungsstäbchen. Es sind Erfrischungsstäbchen. Ecke. Oh, was passiert hier? Der Kampf gegen den Pastor? Muss ich mich tauchen? Ich bin ein Norse und kein Däne. Don't you get tired of all that yelling? Welcome, heathen. Praise God, who has brought you here to join us. My ship is not steered by your God. Cease your blasphemy. You have been summoned by God to be baptized. Submit or pay the price. And how do you plan to make me? Faith is our weapon, and the only one we need. Your threats aren't worth the breath of my arse. We'll see about that. Faith! Cleanse this pagan scum! Warte, greifen die mich jetzt an? Oh, Faith ist sie! Okay. Die Nonne! Der geht's aber sonst auch nicht gut, ne? Nun, ich hab ein ETS. Monster! Du hast sie auf mich losgeschickt. She was so sweet, gentle and delicate.
Great. Now I have to find someone else to tell me what to do. Oder einfach mal für sich selber Entscheidungen treffen. Wie wär's? Mal was ganz Neues. Komm, wir gehen jetzt hier unten hin, weil mich dieser eine Schatz da unten einfach so hart triggert. Dass wir den jetzt einfach abholen. Nun, ich habe ETS. Ich habe einen Farming Simulator Search und PC-Building. Du hast einen PC-Building-Simulator. Und Corporate Lifestyle. Nun, Wolli. Guck mal, hier sind ganz viele Wollis. So, warte, wir wollen aber an der Stadt vorbeireiten, das heißt, wir bleiben jetzt hier auf dem Weg. Gibt's gerade bei Epic umsonst der PC-Building-Simulator, wie witzig, ey. Siehst du, Isa, ganz viele Almans hier. Ist halt so, ne, wenn man auch selber fast 30 ist. Für wen ist man sonst noch interessant als anstelle für die ganzen Almans? Hey! Die schreien aber ganz schön, nur weil ich eine Wand eingerissen habe. Ist das jetzt bedenklich? Man weiß es nicht.